Guten Tag, meine Damen und Herren. Wie wichtig ist Ihnen, ein lügenloses Leben zu führen? Verstehen wir, wie Gott Lüge betrachtet? Nun, ich wage zu behaupten, dass viele dies nicht richtig verstehen. Wie wir bereits in den letzten beiden Predigten gesehen haben, wenn wir ein Versprechen geben, dann müssen wir es halten. Tun wir es nicht, so lügen wir. So lügen wir Menschen gegenüber, aber was vielleicht noch wichtiger ist, wir lügen Gott gegenüber, wenn wir Gott ein Versprechen geben. Zum Beispiel in einer Notlage sagen, wenn du mir hilfst, dann will ich dies und jenes tun. Und wenn dann die Notlage vorbei ist, dann tut man es nicht. Dann sollte man es gerade tun, aber man bricht sein Wort. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten, gegenüber Gott zu lügen. Nicht nur gegenüber Menschen, sondern auch gegenüber Gott. Und wir müssen uns dessen auch klar werden, wie sehr Gott dies verurteilt. Schauen wir uns ein Beispiel in der frühchristlichen Kirche an, in der Apostelgeschichte. In Apostelgeschichte Kapitel 5 und angefangen in Vers 1. Ein ziemlich bekanntes Beispiel. Es geht hier um Hananias und Sapphira. Und da wird Folgendes hier uns berichtet. Ein Mann aber mit Namen Hananias samt seiner Frau Sapphira verkaufte einen Acker. Doch er hielt mit Wissen seiner Frau etwas von dem Geld zurück und brachte nur einen Teil und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Nun, das war eine freiwillige Aktion, die waren nicht gezwungen, dies zu tun. Die taten das freiwillig, aber sie logen, indem sie den Eindruck erweckten, dass sie alles das, was sie erhalten hatten von dem Erlös des Ackers, den Aposteln gaben. Wie gesagt, es war kein Muss, dies zu tun, aber sie gaben einen falschen Eindruck ab. In Vers 3 lesen wir dann, Petrus aber sprach, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und etwas vom Geld für den Acker zurückbehalten hast? Hättest du den Acker nicht behalten können, als du ihn hattest? Und konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Schauen Sie, er belog natürlich jetzt Petrus und die anderen Apostel, aber Gottes Heiliger Geist lebte in den Aposteln. Und als dieser Mann jetzt diese Lüge aussprach, sprach er nicht wirklich eine Lüge gegenüber Menschen aus, sondern gegenüber Gott, der durch seinen Geist in den Menschen wohnte. Vers 5. Als Hananias diese Worte hörte, da fiel er zu Boden und gab den Geist auf. Und es kam eine große Furcht über alle, die dies hörten. Und da standen die jungen Männer auf und deckten ihn zu und trugen ihn hinaus und begruben ihn. Es begab sich aber nach einer Weile, etwa nach 3 Stunden, da kam seine Frau herein und wusste nicht, was geschehen war. Aber Petrus sprach zu ihr, sagt mir, habt ihr den Acker für diesen Preis verkauft? Sie sprach, ja, für diesen Preis. Petrus aber sprach zu ihr, warum seid ihr euch denn einig geworden, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und werden auch dich hinaustragen. Und sogleich fiel sie zu Boden, ihm vor die Füße und gab den Geist auf. Und da kamen die jungen Männer und fanden sie tot, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten. Große Furcht bemächtigte sich der Kirche, da die Mitglieder nun erkannten, wie schwer Gott die Lüge nimmt. Vielleicht hatten sie das vorher nicht so recht begriffen. Vielleicht musste Gott dieses Exempel statuieren, um deutlich zu machen, wie sehr er die Lüge verurteilt. Schauen Sie, Lüge ist in Gottes Augen keine Kleinigkeit. Aber schauen wir uns auch das Ergebnis an, was folgte, als dies begriffen worden war von der frühtestamentlichen Kirche. In Vers 14 heißt es, desto mehr aber wuchs die Zahl derer, die an den Herrn glaubten. Eine Menge Männer und Frauen, sodass sie die Kranken sogar auf die Straßen hinaustrugen und sie auf Betten und Bahren legten, damit, wenn Petrus käme, wenigstens sein Schatten auf einige von ihnen fiele. Es kamen aber auch viele aus den Städten rings um Jerusalem und brachten Kranke und solche, die von unreinen Geistern geplagt waren, und alle wurden gesund. Schauen Sie, Gott heilte diese Menschen, weil der Glauben in der Kirche und der Wille, das Richtige zu tun, wuchs. Aber Paulus bringt im Römerbrief zum Ausdruck,
dass alle Menschen Lügner sind, dass alle Menschen lügen können, dass alle Menschen zur Lüge neigen. Und das beinhaltet auch diese sogenannten großen Propheten, diese griechischen Propheten und Philosophen, die es damals gab, wie Plato, Aristoteles, Sokrates, wie man die alle so nennen will. Die glaubten nicht an den wahren Gott, auch wenn das heute nicht verstanden wird, die lehrten heidnische Lehren. Und Paulus hat sehr deutliche Worte für sie übrig im Römerbrief, Kapitel 3. Römer, Kapitel 3 und Vers 4. Da sagt er zunächst einmal ganz allgemein: Es bleibe vielmehr so, Gott ist wahrhaftig und alle Menschen sind Lügner, wie geschrieben steht. Aber dann geht er auf diese Philosophen ein, die das Volk lehrte, aber die lehrten eben nicht die Wahrheit. Zurückgehen auf Römer Kapitel 1. Römer 1 und Vers 25, da sagt er nämlich Folgendes: Sie, die Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und ihm gedient haben, statt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Die vertauschten die Wahrheit mit der Lüge in so vielen Dingen. Die Idee zum Beispiel, dass man eine unsterbliche Seele hat, das ist eine Lüge. Die Bibel sagt nichts darüber aus, im Gegenteil. Aber die lehrten das Konzept der unsterblichen Seele. Die lehrten das Konzept einer Dreieinigkeit, dass Gott eine Person sei, die aus drei Personen bestünde. Dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist. Eine totale Lüge. Nirgendwo wird der Heilige Geist als Gott bezeichnet. Er ist keine Person. Er ist die Kraft, die sowohl von dem Vater als auch von dem Sohn ausgeht. Von daher ist es auch verderblich, zu dem Heiligen Geist zu beten. Das ist etwas, was wir nie tun dürfen. Wir sollen zu Gott, dem Vater, beten. Selbst Christus hat gesagt, der Vater ist größer als ich, betet den Vater an. Aber wir sollen natürlich, wie ich dies letztens in einer Predigt über das Gebet zum Ausdruck gebracht habe, den Vater im Namen Jesu Christi beten. Denn Jesus Christus ist ja unser lebendiger Hohepriester, der für uns eintritt bei dem Vater. Nicht Maria zum Beispiel, die nach wie vor tot im Grabe liegt. Ein Gebet zu Maria hat absolut keinerlei Bedeutung. Sie ist auch wiederum ein Mensch, der gestorben ist. Sie ist nicht in den Himmel aufgefahren. Auch dies eine falsche Lüge. Und von daher ist es auch total verkehrt, zu der Jungfrau Maria zu bitten oder zu irgendwelchen Heiligen, die da angeblich im Himmel sind. Auch das ist total unwahr. In Römer Kapitel 1 und Vers 18 lesen wir dann Folgendes, was Paulus hier sagt. Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten, die verhindern durch ihre falschen Lehren, durch ihr Verhalten, dass die Wahrheit gelehrt wird, dass die Wahrheit erkannt wird, dass sie akzeptiert wird, dass man danach lebt. Es sollte uns nicht überraschen, dass wir Menschen, selbst wenn wir zur Bekehrung gelangt sind, selbst wenn Gott uns die Augen öffnet für die Wahrheit, dass wir nach wie vor geeignete Begabungen haben, sozusagen, weiterhin lügenhaftes Verhalten an den Tag zu legen. Wir hatten ja über Petrus gesprochen, der Christus dreimal verleugnete. Aber das war vor seiner Bekehrung. Aber wussten Sie, dass Petrus auch noch nach seiner Bekehrung heuchlerisch gehandelt hat? Man könnte sagen, eine lügenhafte Verhaltensweise an den Tag gelegt hat. Nun, dies wird deutlich uns gesagt im Galaterbrief. Galater Kapitel 2. Der Apostel Petrus log durch sein Verhalten nach seiner Bekehrung, lange nach seiner Bekehrung. Das sollte uns zeigen, wie einfach es ist, zu lügen in gewissen Umständen. Galater Kapitel 2, dies war so schlimm, dass Paulus ihn öffentlich zur Rede stellen musste. Galater Kapitel 2, angefangen in Vers 11. Als aber Kephas, der aramäische Name für Petrus, nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Auge oder ins Angesicht, denn es war Grund zur Klage gegen ihn. Denn bevor einige von Jakobus kamen, Jakobus, dem Halbbruder Jesu Christi, der dann der Apostel der Kirche in Jerusalem geworden war, da aß er mit den Heiden. Als sie aber kamen, da zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus dem Judentum fürchtete. Er tat dies aus Angst vor anderen Menschen. Und mit ihm heuchelten auch die anderen Juden, sodass selbst Barnabas verführt wurde, mit ihnen zu heucheln.
Als ich aber sah, dass sie nicht richtig handelten nach der Wahrheit des Evangeliums, mit anderen Worten, sie handelten einer Lüge gemäß. Sie lebten nicht so, wie das Evangelium es erforderte, dass sie nämlich keinen Unterschied machten zwischen Heiden und Juden, dass sie nicht die Heiden hintansetzten und sich in irgendeiner Weise von denen absonderten. Paulus sagt, als ich aber sah, dass sie nicht richtig handelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Kephas, zu Petrus, öffentlich vor allen. Wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, warum zwingst du dann die Heiden, jüdisch zu leben? Mit anderen Worten, warum heuchelst du? Es war Heuchelei. Petrus hat natürlich dies bitter bereut, als ihm das bewusst wurde, aber es zeigt wiederum, wie leicht es ist, falsche Wege zu gehen, der Lüge zu folgen. Und so finden wir, dass die Menschen kurz vor der Wiederkunft Jesu Christi immer noch, oder vielleicht sogar gerade, lügen, betrügen, täuschen werden. Sie haben dies immer schon getan. Aber die Bibel zeigt uns, dass es noch schlimmer werden wird. Kehren wir uns ein bisschen an das Alte Testament. In Hesekiel Kapitel 13 findet sich eine sehr bedeutungsvolle Stelle. Hesekiel Kapitel 13. Und ich möchte anfangen zu lesen in Vers 4, um den Zusammenhang hier zu sehen. Hesekiel Kapitel 13, angefangen in Vers 4. Da sagt der Prophet Hesekiel, und wie wir sehen werden, ist dies eine Prophezeiung für unsere Zeit heute. Nicht nur für die damalige Zeit, als Hesekiel lebte. O Israel, deine Propheten sind wie die Füchse in den Trümmern. Sie sind nicht in die Bresche getreten und haben sich nicht zur Mauer gemacht, um das Haus Israel. Das Haus Israel besteht im Großen und Ganzen gar nicht einmal aus Juden. Schauen Sie, das Haus Juda bestand aus Juden. Das wurde in die Gefangenschaft geführt unter den Babyloniern, unter Nebukadnezar. Die kehrten zurück ins gelobte Land. Das Haus Israel war schon weit vorher von den Assyrern in die Gefangenschaft geführt worden. Die kehrten nie zurück ins gelobte Land. Aber die Assyrer, die heutigen Deutschen und Österreicher, die verschleppten dann die Israeliten, das Haus Israel, als sie dann nach Westeuropa zogen, mit ihnen nach Westeuropa. Und einige der Nachfahren des Hauses Israel leben heute noch dort. Andere zogen weiter nach Großbritannien und dann weiter nach den Vereinigten Staaten. Das Haus Israel heute im Großen und Ganzen besteht aus Nachfahren, die sich in Großbritannien, die sich in den Vereinigten Staaten, die sich auch in Kontinentaleuropa aufhalten. Das muss man natürlich verstehen, wenn man diese Prophezeiungen hier verstehen will. Und so sagt Hesekiel, die haben sich nicht zur Mauer gemacht um das Haus Israel, damit es feststeht im Kampf am Tag des Herrn. Der Tag des Herrn, immer eine Bezeichnung, die sich auf die unmittelbare Wiederkunft Jesu Christi bezieht. Ein Eingreifen Gottes kurz vor der Wiederkunft Christi wird hier angesprochen. Mit anderen Worten, eine Prophezeiung für die Zukunft, für die nahe Zukunft. Und so heißt es hier, ihre Gesichter sind nichtig und ihr Wahrsagen ist Lüge. Sie sprechen, der Herr hat's gesagt und doch hat sie der Herr nicht gesandt. Und sie warten darauf, dass ihr Wort erfüllt. Ist es nicht vielmehr so? Eure Gesichter sind nichtig, euer Wahrsagen ist lauter Lüge. Und ihr sprecht doch, der Herr hat's geredet, wo ich doch nichts geredet habe. Vers 8. Darum spricht Gott der Herr, weil ihr Trug redet und Lügen wahrsagt. Siehe, darum will ich an euch, spricht Gott der Herr, wie viele heute lehren im Namen Gottes und sagen uns, was Gott angeblich von uns erwartet. Und Gott sagt, alles das ist Lüge. Wie wir noch sehen werden, wenn jemand sagt, das Gesetz Gottes ist abgeschafft, der ist ein Lügner. Und in ihm ist die Wahrheit nicht, sagt uns Johannes. Vers 9. Und meine Hand soll über die Propheten kommen, die Trug reden und Lügen wahrsagen. Sie sollen in der Gemeinschaft meines Volkes nicht bleiben und in das Buch des Hauses Israel nicht eingeschrieben werden und ins Land Israels nicht kommen. Und ihr sollt erfahren, dass ich Gott, der Herr, bin. Und dann in Vers 19. Ihr entheiligt mich bei meinem Volk für eine Handvoll Gerste und einen Bissen Brot, dadurch, dass ihr Seelen tötet, die nicht sterben sollten, und Seelen am Leben erhaltet, die nicht leben sollten, durch euer Lügen unter meinem Volk, das so gern Lügen hört. Vieles wird hier zum Ausdruck gebracht. Zunächst einmal ist davon die Rede, dass Seelen getötet werden, was uns eindeutig wiederum zeigt, dass die Seele nicht unsterblich ist,
Die Seele ist der Mensch. Das Wort Seele wird sogar auch auf Tiere angewandt. Es wird sogar auch auf Leichname angewandt. Die können natürlich getötet werden, vernichtet werden. Aber hier ist das Volk, das gern auf Lüge hört. Wie viele hören heute gerne die Lüge des Weihnachtsfestes, die Lüge des Osterfestes, die Lüge des Neujahrsfestes? Alle diese heidnischen Festtage, die absolut nichts mit dem christlichen Gott zu tun haben. Die Lüge der Dreieinigkeit und alles das, was Sie heute so gehört haben in den Kirchen, wenn Sie das mit der Bibel vergleichen, es ist erstaunlich, wie wenig Wahrheit da besteht. Die Lüge, dass zum Beispiel Gott den Sabbat abgeschafft habe und durch den Sonntag ersetzt habe. Aber das Volk, wie es heißt, hört es gerne. Und wenn jemand Ihnen die Wahrheit sagt, dann kann der sich dafür bedanken, was für Reaktionen dann gegeben werden. Doch wir, wenn wir wahre Christen sein wollen und bleiben wollen, wir müssen solche Art Verhalten abwenden, total uns davon entfernen. Wir müssen die Lüge ablegen, in welcher Gestalt auch immer sie auf uns zukommen mag. Nun, einigen wird das schwerer fallen als anderen. Der Apostel Nathanael, der wurde damals bereits vor seiner Bekehrung von Jesus Christus als jemand bezeichnet, der ein echter Israelit war, in dem kein Falsch ist. Nun, das heißt nicht, dass Nathanael nicht lügen konnte oder dass er nie gelogen hatte, aber es handelt sich hier um jemanden, der bereits schon eine gewisse Charakterfestigkeit besaß, der verstand, dass Lüge falsch ist. Nun, für einige mag das schwerer sein, die Lüge abzuschaffen. Die sind in einer Umgebung groß geworden, die nur aus Lügen bestand. Aber gleichwohl erfordert es Gott von uns, dass wir uns in jedweder Art und Weise von der Lüge abwenden. Es wird nämlich die Zeit kommen, wenn Menschen erkennen werden, dass die Lüge durch die Wahrheit ersetzt werden muss. Sie werden Versprechungen geben und sie auch halten. Das ist heute im Großen und Ganzen nicht der Fall, aber schauen wir uns eine Prophezeiung für die Zukunft an. Im Buch Jesaja. Jesaja Kapitel 19. Und fangen wir an zu lesen in Vers 21. Jesaja, Kapitel 19 und angefangen in Vers 21. Zu der Zeit wird für den Herrn ein Altar mitten in Ägyptenland sein und ein Steinmal für den Herrn an seiner Grenze. Vers 21, das war jetzt Vers 19. In Vers 21 heißt es in Kapitel 19, denn der Herr wird den Ägyptern bekannt werden. Schauen Sie, heute kennen die Ägypter, wie die überwiegende Majorität der Menschen, den wahren Gott nicht. Aber es heißt hier, denn der Herr wird den Ägyptern bekannt werden und die Ägypter werden den Herrn erkennen zu der Zeit. Und sie werden ihm dienen mit Schlachtopfern und Speisopfern und werden dem Herrn Gelübde tun und sie halten. Und dann heißt es weiter in Vers 22, und der Herr wird die Ägypter schlagen und heilen. Und sie werden sich bekehren zum Herrn. Und er wird sich erbitten lassen. Und er wird sie heilen. Wir, wenn wir heute Gott kennen, haben bereits jetzt schon das Privileg, Gott um Heilung zu bitten. Vers 23, zu der Zeit wird eine Straße sein von Ägypten nach Assyrien, den heutigen Deutschen und Österreichern, dass die Assyrer nach Ägypten und die Ägypter nach Assyrien kommen und die Ägypter samt den Assyrern Gott dienen. Eine wunderbare Zeit. Auch heute ist das noch nicht der Fall. Die meisten Deutschen heute dienen dem wahren Gott keineswegs. Aber in der Zukunft werden sie es tun. Vers 24. Und zu der Zeit wird Israel, das Haus Israel, aber das auch die Juden mit einbeschließt, Israel wird der Dritte sein mit den Ägyptern und Assyrern. Ein Segen mitten auf Erden. Denn der Herr Zebaoth wird sie segnen und sprechen. Gesegnet bist du, Ägypten, mein Volk. Und du, Assur, meiner Hände Werk. Und du, Israel, mein Erbe. Wenn die Lüge, die Verleumdung, die Propaganda nicht mehr bestehen wird, wenn nicht mehr die Idee ist, dass ein Volk das andere hassen muss, dann wird es dazu kommen. Heute in unserer kriegsdurchschwängerten Zivilisation ist das keineswegs denkbar. Aber Gott wird die Herzen der Menschen zu sich bekehren und dann werden sie erkennen, was Lüge ist und was Wahrheit. In Jeremia Kapitel 16. Jeremia Kapitel 16 und Vers 19.
lesen wir auch eine bemerkenswerte Stelle über die Zukunft. Jeremia Kapitel 16 und Vers 19. Herr, du bist meine Stärke und Kraft und meine Zuflucht in der Not. Die Heiden werden zu dir kommen von den Enden der Erde und sagen, nur Lüge haben unsere Väter gehabt, nichtige Götter, die nicht helfen können. Sie werden erkennen, dass ihr Götzendienst nichts weiter war als Lüge. Das wird in der Zukunft geschehen, nach der Wiederkunft Jesu Christi. Bedauerlicherweise nicht unbedingt vor der Wiederkunft Jesu Christi. Wir schauen uns eine Stelle in Offenbarung an, Kapitel 9, die uns zeigt, wie die Welt heute denkt und wie die Welt auch noch denken wird, wenn es zu gewaltigen Plagen kommt, die Gott über diese Welt ausschütten wird, um sie zur Vernunft zu bringen. Aber die Reaktion der meisten Menschen auch dann, kurz vor der Wiederkunft Christi, wird die folgende sein. Offenbarung Kapitel 9, die Verse 20 und 21. Hier wird ein weltweiter Krieg beschrieben, der noch kommen wird, der uns nahe bevorsteht. Und in Vers 20 heißt es dann in Offenbarung 9, und die übrigen Leute, die nicht getötet wurden von diesen Plagen, diesen Kriegsplagen, die bekehrten sich doch nicht von den Werken ihrer Hände, dass sie nicht mehr anbeteten die bösen Geister. Die Dämonen, die werden hier angebetet von den Menschen, vielleicht wissentlich, vielleicht unwissentlich. Aber die bekehrten sich nicht davon. Und die sich nicht bekehrten von der Anbetung der goldenen, silbernen, ehernen, steinernen und hölzernen Götzen, die weder sehen noch hören noch gehen können, ob die sich jetzt in sogenannten christlichen Kirchen befinden oder nicht. Vers 21, und sie bekehrten sich auch nicht von ihren Morden, ihrer Zauberei, ihrer Unzucht, ihrer Dieberei und auch nicht von der Lüge. Denn Götzendienst ist ja nichts weiter als ein lügnerisches Verhalten. Dann werden die Menschen, wenn Christus zurückgekommen ist, den Unterschied zwischen Lüge und Wahrheit begreifen. Dann werden sie die Wahrheit erwählen. Sie werden ihre Versprechen halten. Die Menschen werden dann nicht mehr länger Freude an Lüge haben, an heuchlerischem Tun. Aber wenn wir heute von Gott zur Wahrheit berufen sind, dann müssen wir dies heute bereits praktizieren. Wir müssen heute bereits schon die Lüge meiden. Wir müssen heute bereits schon die Wahrheit erwählen und nach der Wahrheit leben. Komme, was da wolle. Dazu gehört zunächst einmal, sich darüber klar zu werden, wie schwer in Gottes Augen die Lüge wiegt. Lüge ist eine ernste Angelegenheit. Eine Angelegenheit, die man nicht mit einem Achselzucken einfach beiseite schieben darf. Keiner, der die Lüge liebt und die Lüge tut, wird, wie wir das bereits in der letzten Predigt gesehen haben, im neuen Jerusalem sein. Der Eingang ins neue Jerusalem wird solchen verwehrt werden, die die Lüge lieben und die Lüge tun. Das allein sollte uns bereits zeigen, wie ernst Gott die Lüge nimmt. Das wird aber auch deutlich, wenn wir uns einmal kurz anschauen, wie Gott die Lüge beschreibt, mit welchen Worten er sie zusammenfasst. Wussten Sie, dass Gott lügenhaftes Verhalten ein Greuel nennt? Schauen wir uns kurz einige Stellen im Buch der Sprüche an. Das Buch der Sprüche ist hier eine wahre Fundgrube für praktisches Verhalten, wie man als Christ leben muss. In Sprüche Kapitel 6, angefangen in Vers 16. Diese sechs Dinge hasst der Herr. Diese sieben sind ihm ein Greuel. Vers 17. Stolze Augen, falsche Zunge, Hände, die unschuldiges Blut vergießen, ein Herz, das arge Ränke schmiedet, Füße, die behende sind, Schaden zu tun, ein falscher Zeuge, der frech Lügen redet. Und wer Hader zwischen Brüdern anrichtet. Zweimal wird ausdrücklich auf Lüge hingewiesen und in anderen Beispielen sogar noch indirekt. Und das ist etwas, was Gott hasst. Das ist ein Greuel für Gott. Es ist auch ein Greuel für uns. Sprüche Kapitel 11 und Vers 1. Falsche Waage ist dem Herrn ein Greuel. Ein volles Gewicht ist sein Wohlgefallen. Falsche Waage, wenn man jemanden betrügen will, dass man ihm gewisse Dinge verkauft, aber nicht in richtiger Weise, dass man ihm zu wenig gibt für das, was er haben möchte und für das er bezahlt. Das ist dem Herrn ein Greuel. Sprüche 11, Vers 20. Falsche Herzen
sind dem Herrn ein Greuel. Also wenn jemand nicht ehrlich ist mit sich selbst und mit anderen, Wohlgefallen aber hat er an den Frommen, an den Gerechten. Kapitel 12, Vers 22. Lügenmäuler sind dem Herrn ein Greuel. Die aber treulich handeln, die gefallen ihm. Es gibt noch weitaus mehr Stellen, die uns zeigen, was für ein Greuel die Lüge ist in Gottes Augen. Aber verstehen wir auch, was Gott sonst noch als Greuel bezeichnet. Denn Gott bezeichnet auch andere Dinge als Greuel, nicht nur die Lüge. Aber wenn wir diesmal miteinander vergleichen, dann erkennen wir, wie schwer die Lüge in Gottes Augen wiegt. Denn alle die Stellen, die ich jetzt Ihnen vorlesen möchte, die gebrauchen das gleiche hebräische Wort für Greuel, was auch auf die Lüge angewendet wird. Das hebräische Wort ist Toeba. Schauen wir uns einmal in 3. Buch Mose Kapitel 18 an, was Gott noch als ein Greuel bezeichnet. Das gleiche Wort wird angewandt, was auch auf die Lüge angewandt wird. 3. Mose Kapitel 18 und Vers 22. 3. Mose Kapitel 18 und Vers 22. Du sollst nicht bei einem Mann liegen wie bei einer Frau, es ist ein Greuel. Auch in Kapitel 20 und Vers 13 im 3. Buch Mose. 3. Buch Mose 20 und Vers 13. Wenn jemand bei einem Manne liegt wie bei einer Frau, so haben sie getan, was ein Greuel ist, und sollen beide des Todes sterben. Blutschuld lastet auf ihnen. Gott sieht die Homosexualität als ein Greuel an. Gott hat die Ehe nicht erschaffen für Mann und Mann, sondern für Mann und Frau. Und viele Christen sehen das heute auch noch so. Die sagen ja, also Homosexualität, das ist ein Greuel. Nun, manche sehen das heute nicht mehr so. Aber die, die es noch so sehen, verstehen sie auch, dass in Gottes Augen Homosexualität genauso ein Greuel ist wie die Lüge. Nun, viele sagen, beides ist kein Greuel mehr, man kann beides tun. Lehnen wir beides gleichermaßen ab oder akzeptieren wir beides in unseren Augen? Ist das für uns kein großes Problem mehr? In 5. Buch Mose, Kapitel 7, lesen wir die Verse 25 und 26. 5. Mose, Kapitel 7 und die Verse 25 und 26. Die Bilder ihrer Götter sollst du mit Feuer verbrennen. Alle diese Götzen. Und sollst nicht begehren das Silber oder Gold, das daran ist, oder es zu dir nehmen, damit du dich nicht darin verstrickst. Denn das ist dem Herrn, deinem Gott, ein Greuel. Darum sollst du solchen Greuel nicht in dein Haus bringen, damit du nicht dem Bann verfällst wie jene, sondern du sollst Ekel und Abscheu davor haben, denn es steht unter dem Bann. Befinden sich Götzen in ihrem Haus? Götzen aus fernöstlichen Regionen? Götzen möglicherweise, die auch heute noch in einigen sogenannten christlichen Kirchen als Heilige dargestellt werden. Gott sagt, das ist mir ein Greuel. Befindet sich ein Kreuz in ihrem Haus? Sie meinen, sie müssten da ein Kreuz haben, das an ihrem Haus, in ihrem Haus hängt. Auch das ist in Gottes Augen ein Greuel. Es ist alles Teil des Götzendienstes, den Gott verurteilt. Schauen wir uns 5. Mose Kapitel 12 an. Die Verse 29 bis 31. 5. Mose Kapitel 12, die Verse 29 bis 31. Wenn der Herr dein Gott vor dir her die Völker ausrottet, zu denen du kommst, ihr Land einzunehmen, und du es eingenommen hast und darin wohnst, so hüte dich, dass du dich nicht verführen lässt, es ihnen nachzutun, nachdem sie vertilgt sind vor dir, und dass du nicht fragst nach ihren Göttern und sprichst, wie haben diese Völker ihren Göttern gedient, ebenso will auch ich es tun. Schauen Sie, viele von diesen Statuen, die sich heute in christlichen Kirchen befinden, die angebliche Heilige darstellen. Wussten Sie, dass die Statuen waren, die ursprünglich den heidnischen Göttern gewidmet waren? So wurden nämlich die heidnischen Götter dargestellt. Gott sagt, so sollt ihr nicht mich anbeten. Vers 31, so sollst du dem Herrn, deinem Gott, nicht dienen. Denn sie haben ihren Göttern alles getan, was dem Herrn ein Greuel ist und was er hasst. Denn sie haben ihren Göttern sogar ihre Söhne und Töchter mit Feuer verbrannt. So weit kann es kommen, wenn man sich dem Götzendienst verschreibt. Und natürlich den Dämonen, die hinter diesem Götzendienst stehen. Paulus sagt ja im Neuen Testament,
dass wir nicht Götzen anbeten, wenn wir uns dem Götzendienst verschreiben, sondern Dämonen, die ja diesen Götzendienst ins Leben gerufen haben. Götzendienst, inklusive das Anbeten von Götzenbildern, somit die damit verbundenen schrecklichen Praktiken, die sogar das Opfern der eigenen Kinder mit umfasste, die werden natürlich von Gott auf das Schärfste verurteilt. Sie werden als ein Greuel bezeichnet. Und viele werden natürlich, wenn es zu solchen Praktiken kommt, sicherlich damit übereinstimmen. Doch wie steht es mit der Lüge? Denn die wird auch von Gott als ein Greuel bezeichnet. Schauen wir uns 5. Mose Kapitel 18 an. Angefangen in Vers 9. 5. Mose 18 und Vers 9. Wenn du in das Land kommst, das dir der Herr dein Gott gegeben hat oder geben wird, so sollst du nicht lernen, die Greuel dieser Völker zu tun, dass nicht jemand unter dir gefunden werde, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt oder Wahrsagerei, Hellseherei, geheime Künste oder Zauberei treibt oder Bannungen oder Geisterbeschwörungen oder Zeichendeuterei vornimmt oder die Toten befragt. Denn wer das tut, der ist dem Herrn ein Greuel. Und um solcher Greuel willen vertreibt der Herr, dein Gott, die Völker vor dir. Neben dem Opfern der eigenen Kinder werden hier Wahrsagerei, Hellseherei, geheime Künste, Geisterbeschwörung, Magie, das Befragen der Toten, Zauberei, alles das wird als ein Greuel beschrieben. Nun richtig übersetzt muss diese Aussage hier, wer Zauberei betreibt, mit wer die Zeiten beobachtet, verstanden werden. Angesprochen sind hier auch das Feiern von heidnischen Festen, die dann heute, könnte man sagen, ins Christentum übernommen worden sind. Feste wie Weihnachten, wie Ostern, die nichts Christliches an sich haben, die total heidnischen Hintergrund und Ursprung haben. Alles das ist ein Greuel in Gottes Augen. Und ebenso ist die Lüge ein Greuel in Gottes Augen. Denn viele dieser Dinge, die hier beschrieben werden, sind ja sowieso lügnerisch. Man kann ja keine Toten befragen, die Toten sind tot. Wenn man Toten befragen will, dann befragt man in Wahrheit Dämonen und kommt dann in Kontakt mit Dämonen. Das gleiche gilt für Zauberei, für Zeichendeuterei und all diese schrecklichen Dinge hier, die hier erwähnt werden. In 5. Mose Kapitel 22 lesen wir Vers 5. 5. Mose Kapitel 22 und Vers 5. Eine Frau soll nicht Männersachen tragen und ein Mann soll nicht Frauenkleider anziehen. Denn wer das tut, der ist dem Herrn, deinem Gott, ein Greuel. Nun hier wird der Transvestismus auf das Schärfste verurteilt. Die Idee, dass man als Mann sich Frauenkleider anzieht, als Frau sich Männerkleider anzieht, sein Geschlecht in gewisser Weise verändern will. Das muss noch nicht unbedingt zur Operation führen, es kann auch allein das äußere Erscheinungsbild beinhalten. Alles dies ist ein Greuel in Gottes Augen. Schauen wir uns eine interessante Stelle im Buch Ezekiel an dazu. In Ezekiel Kapitel 33, die Verse 24 bis 29. Ezekiel Kapitel 33, die Verse 24 bis 29. Du Menschenkind, die Bewohner jener Trümmer im Lande Israels sprechen: Abraham war ein einzelner Mann und nahm dies Land in Besitz, wir aber sind viele, so gehört uns das Land erst recht. Darum spricht zu ihnen, so spricht Gott der Herr, ihr habt das Fleisch über dem Blut gegessen. Wussten Sie, dass die Bibel das Essen von Blut verurteilt? Ich weiß, in Deutschland gibt es die sogenannte populäre Blutwurst. Sowohl das Essen von Schweinefleisch als auch das Essen von Blut sind nach wie vor in der Bibel verboten. Das ist auch ein Greuel, wenn man das tut. Gott sagt, ihr habt das Fleisch über dem Blut gegessen. Und eure Augen sind in Götzen aufgehoben und ihr habt Blut vergossen. Und dann wollt ihr das Land besitzen? Ihr verlasst euch auf euer Schwert und übt Greuel. Und einer schändet die Frau des anderen. Und dann wollt ihr das Land besitzen? So spricht zu ihnen, so spricht Gott der Herr, so wahr ich lebe, sollen alle, die in den Trümmern wohnen, durchs Schwert fallen. Und die auf freiem Felde sind, will ich den Tieren zum Fraß geben. Und die in den Festungen und Höhlen sind, die sollen an der Pest sterben. Vers 28. Denn ich will das Land ganz verwüsten und seiner Hoffart, seiner
stolzen Lebensweise und Macht ein Ende machen, dass das Gebirge Israel so zur Wüste wird, dass niemand mehr hindurchzieht. Und sie sollen erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich das Land ganz verwüste, um aller ihrer Gräuel willen, die sie verübt haben. Aber schauen Sie, Gott behandelt nicht Israel anders wie andere Nationen. Alle werden auf diese Weise Gott erleben, wenn sie solche Gräuel verüben und sich nicht davon abwenden. Die Israeliten, die diese Gräuel verübten, die wurden aus dem gelobten Land herausgestoßen. Die kamen in die Sklaverei, in die Verbannung. Aber wie ich dies bereits letztens schon angedeutet habe, für uns gilt das heute nach wie vor im geistlichen Sinne. Wenn wir uns nicht von diesen Gräueln, die hier beschrieben werden, bekehren, dann werden auch wir nicht in das Reich Gottes eingehen. Was sollte unsere Einstellung gegenüber allen diesen Gräueln sein? Heute, wenn wir sie sehen, und wir sehen sie unglücklicherweise so häufig, vielleicht im Fernsehen, in den Zeitungen, im Internet oder auch ganz persönlich, wenn wir mit anderen Menschen in Kontakt geraten, die so leben. In Ezekiel Kapitel 9 schauen wir uns einmal an, auch dies ist eine Prophezeiung für die Zukunft, wie Gott dies hier uns darbringt. Ezekiel Kapitel 9, angefangen Vers 3. Und die Herrlichkeit des Gottes Israels erhob sich von dem Cherub, über dem sie war, zu der Schwelle des Tempels am Hause, und der Herr rief dem, der das Kleid von Leinwand anhatte und das Schreibzeug an seiner Seite, und sprach zu ihm. Wir hatten ja gerade gelesen, dass diejenigen, die Gräuel verüben, nicht in das Buch des Hauses Israel eingetragen werden würden. Hier ist auch wieder jemand, der etwas niederschreibt. Und Gott sprach zu ihm: Gehe durch die Stadt Jerusalem und zeichne mit einem Zeichen an der Stirn die Leute, die da seufzen und jammern über alle Gräuel, die darin geschehen. Und zu den anderen Männern aber sprach er, sodass ich es hörte: Geht ihm nach durch die Stadt und schlagt rein. Eure Augen sollen ohne Mitleid blicken und keinen verschonen. Vers 8. Und als sie die erschlagen hatten, war ich noch übrig. Und ich fiel auf mein Angesicht und schrie und sprach: Ach, mein Herr, Herr, willst du denn den ganzen Rest Israels verderben, dass du deinen Zorn so ausschüttest über Jerusalem? Und er sprach zu mir, Vers 9, die Missetat des Hauses Israel und Juda, also beide Häuser werden hier angesprochen, nicht nur die Juden, auch die Nachfahren des Hauses Israel, ist allzu groß, sagt er hier. Es ist lauter Blutschuld im Lande und lauter Unrecht in der Stadt. Denn sie sprechen: Der Herr hat das Land verlassen, der Herr sieht uns nicht. Und heute sprechen auch viele Menschen so, ob sie jetzt zum Hause Israel und Juda gehören oder ob sie jetzt zu den Heiden gehören. Die sprechen auch so: Ach, was geht uns Gott an? Gott schaut uns ja nicht zu, wie wir heute leben. Und sie meinen, sie könnten diese Gräuel verüben, weiterhin verüben, fortgesetzt verüben und brauchten keiner Strafe entgegenzusehen. Die, denen die Gräuel gleichgültig sind und die, die daran sogar teilnehmen, die werden von Gott bestraft. Die jedoch, die solche Gräuel aufs Schärfste verurteilen, die sogar darüber weinen und klagen, dass es überhaupt zu solchen Gräueln kommt, die buchstäblich Tränen vergießen, wie auch Jesus Christus Tränen vergoss, als er an das dachte, was zum Beispiel Jerusalem geschehen würde nach seinem Tode, die werden gerettet werden. Erinnern wir uns, was David sagte in den Psalmen, Psalm 119, er sagt: Meine Augen fließen vor Tränen, weil man dein Gesetz nicht hält. Ist das unsere Einstellung auch anderen gegenüber, wenn wir sehen, wie Menschen, die das Gesetz brechen, selbst über sich Unheil bringen? Oder ist es uns gleichgültig, wie andere leben? Ist es uns gleichgültig, wie wir leben? Unsere Einstellung der Lüge gegenüber muss die gleiche sein, wie David hatte, wie jene Menschen hatten, die hier in Ezekiel 9 beschrieben werden, die aus Kummer um die Lüge Tränen vergossen. Schauen wir uns wiederum etwas in dem Buch der Sprüche an, in Sprüche Kapitel 29. Sprüche Kapitel 29 und lesen wir Vers 27. Sprüche Kapitel 29 und Vers 27. Ein ungerechter Mensch ist dem Gerechten ein Gräuel. Und wer recht wandelt, der ist dem Gottlosen ein Gräuel. Schauen Sie, wie Ungerechtigkeit und Gerechtigkeit, Wahrheit und Lüge total entgegengesetzte Dinge sind. Jemand, der gerecht wird oder gerecht lebt,
der ist dem Ungerechten ein Greuel. Aber auf der anderen Seite sollen auch die Gerechten nicht auf Ungerechte blicken und sagen, ach ja, die können ruhig so weiterleben, das schadet ja nichts. Für die muss das, was die Ungerechten tun, ebenfalls ein Greuel sein. In Sprüche Kapitel 13 wird etwas sehr Plastisches zum Ausdruck gebracht, etwas sehr Fundamentales, aber gilt das für uns? Sehen wir dies auch so? Sprüche 13 und Vers 5. Der Gerechte ist der Lüge Feind, aber der Gottlose handelt schimpflich und schändlich. Der Gerechte ist der Lüge Feind. Sind wir auch Feinde der Lüge? Oder ist das für uns keine so eine große Sache? In Sprüche Kapitel 30 lesen wir die Verse 7 bis 9. Sprüche 30 und die Verse 7 bis 9. Zweierlei bitte ich von dir, du wollest mir nicht verweigern, ehe denn ich sterbe. Falschheit und Lüge lass ferne von mir sein. Armut und Reichtum gib mir nicht, lass mich aber mein Teil Speise dahin nehmen, das du mir beschieden hast. Ich könnte sonst, wenn ich zu satt würde, verleugnen und sagen, wer ist der Herr? Oder wenn ich zu arm würde, könnte ich stehlen und mich an dem Namen meines Gottes vergreifen. Vor vielen Jahren las ich diese Übersetzung in der Padloch-Bibel und die haben das sehr schön in poetischer Form wiedergegeben. Ich möchte dies kurz Ihnen zu Gehör bringen. Da heißt es, ein Doppeltes erflehe ich von dir, versage es mir nicht in meinem Leben. Der Falschheit Lügenwort halt fern von mir, auch Armut oder Reichtum sollst du mir nicht geben. Schenk nur an Brot, so viel mir Not, damit ich reich gesättigt nicht zum Leugner werde und, wer ist denn der Herr, im Herzen sage, damit ich in der Armut nicht zum Diebe werde und meines Gottes Namen anzugreifen wage. Der Sinngehalt ist sehr gut hier wiedergegeben. Der Psalmist bittet Gott darum, ihn von der Lüge und von der Falschheit fernzuhalten, ihn erst gar nicht in Situationen kommen zu lassen, wo er vielleicht versucht, sein Würde zu lügen. Auf der anderen Seite aber auch, ihm nicht zu viel Reichtum zu geben oder zu viel Armut, damit er nicht in beider Hinsicht Gott untreu wird. Wir müssen treue Zeugen werden, wie auch Christus ja der treue Zeuge genannt wird. Und wenn man ein treuer Zeuge ist, ein zuverlässiger Zeuge ist, ein wahrhaftiger Zeuge ist, wenn man das bezeugt, was man weiß und nicht das, was man nicht weiß, dann lügt man nicht. In Sprüche Kapitel 14 lesen wir Vers 5. Sprüche Kapitel 14 und Vers 5. Ein treuer Zeuge lügt nicht, aber ein falscher Zeuge redet frech Lügen. Und wir hatten ja gesehen, dass Gott sagt, dass er jemanden hasst oder dass er hasst, wenn ein falscher Zeuge freche Lügen daher redet. In Sprüche 15 und Vers 4 lesen wir, eine linde Zunge oder eine heilende Zunge ist ein Baum des Lebens. Wir können ja uns an den Baum des Lebens erinnern, der im Garten Gottes stand, von dem Adam und Eva hätten essen sollen, um ewiges Leben erhalten zu können. Auch wir heute können beitragen, wenn wir auf richtige Weise mit Menschen verkehren, dass die vielleicht dann auch zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Eine linde, eine heilende Zunge ist ein Baum des Lebens, aber eine lügenhafte bringt Herzleid. Ein Lügner bringt Kummer. Ein Lügner bringt Herzleid. Auf einen Lügner ist kein Verlass. Wenn wir jemandem anderen wirklich helfen wollen, in welcher Situation auch immer, dürfen wir ihn nie belügen. Der schreckliche Einfluss der Lüge, auch der schreckliche Einfluss auf den, der auf Lügen hört, der wird zum Beispiel in Sprüche 29 zum Ausdruck gebracht. Sprüche 29 und in Vers 12. Sprüche 29 und Vers 12. Ein Herrscher, der auf Lügen hört, hat nur gottlose Diener. Nun, das kann man auch heute auf das Verhältnis Arbeitgeber-Arbeitnehmer übertragen. Auf Geschäftsführer. Sagen wir einmal, Sie leiten einen Betrieb. Und die Mitarbeiter, die kommen zu Ihnen und die sprechen über andere, verleumden andere, lügen über andere. Und Sie hören dem zu.
dann werden die dadurch noch motiviert, das weiter zu tun. Und so heißt es hier, dass ein Herrscher oder ein Arbeitgeber nur gottlose Diener hat, wenn der auf Lügen hört, wenn der den Arbeitnehmern gestattet, diese Verleumdungen weiterzutragen. Eine schreckliche Auswirkung auf einen gesamten Betrieb kann dies beinhalten. Als ich damals Recht studierte und musste dann mein Praktikum ablegen, habe ich für 6 Monate bei einer Stadt gearbeitet. Ich habe während dieser Zeit so viele Lügen, so viele Verleumdungen gehört, es ist unglaublich. Das ganze Klima war total, man könnte sagen, vergiftet. Manchmal kommen Leute zu mir, die wissen, dass ich ordinierter Geistlicher bin, und die wollen mir aus ihrem Leben erzählen, wollen sich Rat suchen. Aber vielfach ist es so, dass man nicht die ganze Geschichte bekommt. Man bekommt nur Bruchstücke. Gewisse Dinge werden ausgelassen. Gewisse Dinge werden übertrieben. Das ist keine Art und Weise, sich den Rat eines Geistlichen zu holen. Denken wir daran, was das Ehepaar in der neutestamentlichen Kirche getan hat. Die hatten auch die Apostel belogen. Und Gott sagt, die haben die Apostel nicht belogen, die haben mich belogen. Also wenn sie wirklich Rat wollen, dann müssen sie die Wahrheit und die ganze Wahrheit auch mitteilen. Ansonsten kann natürlich kein guter Rat gegeben werden. Schauen Sie, wir hatten uns bereits mit der Tatsache auseinandergesetzt, dass ein gebrochenes Versprechen einer Lüge gleichkommt. Wenn man etwas verspricht, muss man es halten. Es sei denn, man hat deutlich gemacht, dass das Versprechen von Umständen abhängig ist. Wenn also beide natürlich verstehen, dass gewisse Umstände vorliegen müssen oder erstmal ins Leben gerufen werden und das nicht geschieht, okay, dann kann natürlich das Versprechen abgeändert werden. Aber beide müssen sich darüber im Klaren sein. Man soll also grundsätzlich nicht etwas leichtfertig versprechen, was man nicht halten kann, was man nicht halten will. Diese Warnung der Bibel bezieht sich aber nicht nur auf Versprechen. Diese Warnung bezieht sich auch auf das Unding des Bürgens. Auf das Unding von Garantieversprechungen oder von Schulderklärungen. Man könnte sagen, ja, aber als Christ muss man ja Nächstenliebe üben und wenn dann jemand also in Not ist, dann soll man ruhig dann Bürge sein. Die Bibel verbietet dies. Die Bibel warnt davor. Schauen wir uns dies in Sprüche Kapitel 6 einmal näher an. Sprüche Kapitel 6, die Verse 1 bis 5. Sprüche Kapitel 6 und die Verse 1 bis 5. Da lesen wir, mein Sohn, hast du gebürgt für deinen Nächsten und hast du Handschlag gegeben für einen anderen? Und bist du gebunden durch deine Worte und gefangen in der Rede deines Mundes? So tue doch dies, mein Sohn, damit du wieder frei werdest, denn du bist in deines Nächsten Hand. Gehe hin, dränge und bestürme deinen Nächsten. Lass deine Augen nicht schlafen, auch deine Augenlider schlummern. Errette dich wie ein Reh aus der Schlinge und wie ein Vogel aus der Hand des Fängers. In anderen Worten, man soll zunächst einmal gar nicht erst bürgen. Aber wenn man es getan hat, dann soll man versuchen, was einem in der Kraft steht, was man eben tun kann, um aus dieser Bürgschaft herauszukommen. Und das Gleiche gilt für ein Versprechen. Wenn der, dem etwas versprochen worden ist, einem aus dem Versprechen entlässt, dann ist man natürlich wieder frei. Aber wie gesagt, zunächst einmal sollte man nicht bürgen. Zunächst einmal sollte man kein Versprechen abgeben, leichtfertig, ohne auch sich darüber im Klaren zu sein, dass man es halten muss und halten kann. In Sprüche Kapitel 11 lesen wir Vers 15. Sprüche Kapitel 11 und Vers 15. Wer für einen anderen bürgt, der wird Schaden haben. Wer aber sich hütet, Bürge zu sein, der geht sicher. Es ist also besser, nichts zu versprechen, nicht zu bürgen, als dass man dann in dieser Bürgschaft sich befindet und jetzt versuchen muss, wieder daraus herauszukommen. In Sprüche Kapitel 22 lesen wir die Verse 26 und 27. Sei nicht einer von denen, die mit ihrer Hand haften und für Schulden Bürge werden oder Garantieversprechen abgeben. Ein Darlehen als zweiter Zeuge oder zweiter Darlehensnehmer unterzeichnen und so weiter und so fort. All diese Prinzipien werden hier mit erfasst. Vers 27, denn wenn du nicht bezahlen kannst, so wird man dir dein Bett unter dir wegnehmen. Also es wird hier klar eine Warnung ausgesprochen, nicht Bürge zu sein für andere. Um die Lüge zu meiden, müssen wir von daher zunächst einmal wissen, was Lüge ist.
Wir sahen bereits, die Gesellschaft versteht dies nicht. Sie ist ja von Satan inspiriert, im Vater der Lüge. Wie kann man erwarten, dass die Gesellschaft versteht, was Lüge ist? Aber die Bibel gibt uns Beispiele. Ich hatte einige bereits schon erwähnt. Kehren wir zu Sprüche Kapitel 20 zurück und schauen wir uns Vers 14 an. Ein weiteres Beispiel, das auch in das Thema der Lüge fällt. Sprüche 20 und Vers 14. Schlecht, schlecht spricht man, wenn man kauft. Aber wenn man weggeht, so rühmt man sich. Eine Lüge. Wenn Sie einen Artikel schlecht machen, nur um ihn für einen etwas günstigeren Preis erhalten zu können. Das Geschäftsleben sollte ehrlich sein. Deswegen sind auch falsche Wagen dem Herrn ein Greuel. Wir sollen ehrlich sein in unseren Geschäftsbeziehungen. Wir können zum Beispiel uns auch der Lüge schuldig machen, wenn wir uns zu, in Anführungszeichen, spaßhaft verhalten. In Sprüche Kapitel 26 lesen wir die Verse 18 und 19. Sprüche 26, die Verse 18 und 19. Wie ein Unsinniger, der mit Geschoss und Pfeilen schießt und tötet, so ist ein Mensch, der seinen Nächsten betrügt und spricht, ich habe nur gescherzt. Also auch hier gilt es aufzupassen. Wenn wir zwar einen Scherz treiben wollen, aber das nicht deutlich wird und der andere dadurch ins Unheil kommt, dann ist man auch hier der Lüge schuldig geworden. Wir lügen auch, wenn wir etwas hinzufügen, was uns andere sagen, oder wenn wir etwas dem hinzufügen, was Gott uns sagt. Sprüche Kapitel 30. Und wenn man sich überlegt, wie viel heute im sogenannten Christentum hinzugefügt worden ist, Feste wie Weihnachten und Ostern, die natürlich nicht in der Bibel stehen, dann kann man klar erkennen, wie Gott sich dazu verhält. Sprüche Kapitel 30, die Verse 5 und 6. Alle Worte Gottes sind durchläutert. Er ist ein Schild denen, die auf ihn trauen. Tu nichts zu seinen Worten hinzu, dass er dich nicht zur Rechenschaft ziehe und du als Lügner dastehst. Weil wir ja behaupten, dass Gott etwas geboten hat, was Gott nicht geboten hat. Und das Gleiche gilt auch für die Idee, etwas wegzunehmen von dem, was Gott uns sagt. Wenn wir heute sagen, ja, das brauchen wir nicht mehr zu tun, obwohl Gott sagt, wir müssen es nach wie vor tun, dann haben wir auch insoweit uns der Lüge schuldig gemacht. Kehren wir uns ein wenig jetzt an das Neue Testament in 1. Johannes Kapitel 1. Da wird nämlich noch viel mehr uns gesagt, was in Gottes Augen alles Lüge ist. 1. Johannes Kapitel 1. Wussten Sie, dass Johannes sagt, von Gott inspiriert, dass es Lüge ist, wenn wir behaupten, nicht gesündigt zu haben? Oder wenn wir behaupten, heute nicht mehr zu sündigen? 1. Johannes Kapitel 1 und Vers 8. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, Gegenwart, egal ob wir bekehrte Christen sind oder nicht, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir nach wie vor der Sünde, inklusive der Lüge, fähig sind. Wir müssen dies erkennen. Wir müssen Gott um Vergebung bitten. Wenn wir es nicht tun, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Und dann sollte man auch nicht meinen, dass jemand, der eine solche Einstellung hat, einem anderen Wahrheit vermitteln kann. Aber schauen wir uns auch an, was in Vers 10 geschrieben steht. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, Vergangenheit, so machen wir ihn zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. Warum? Weil Gott sagt, dass alle Menschen gesündigt haben. Und alle Menschen der Vergebung teilhaftig werden müssen. Und die Vergebung kann alleine nur durch den Opfertod Jesu Christi herbeigeführt werden. Kein Buddha, kein Hinduismus, kein Islam, was immer für eine Religion sie auch anführen wollen, die Tatsache, dass Jesus Christus Gottes Sohn war, der ein Mensch wurde, der für uns starb, sodass wir Vergebung haben können durch ihn, wenn die das nicht akzeptieren, werden sie dadurch keinerlei Heil erhalten können. Wussten sie auch, dass wir lügen, wenn wir sagen, Gott zu kennen, aber seine Gebote nicht halten, behaupten, die Gebote seien abgeschafft, die bräuchten wir nicht mehr zu halten. Oder selbst wenn wir sagen, wir müssten sie noch halten, aber dann uns auf eine Weise verhalten, dass wir sie eben nicht halten wollen. 1. Johannes Kapitel 2 und Vers 4. 1. Johannes Kapitel 2 und Vers 4. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht,
der ist ein Lügner. Und in dem ist die Wahrheit nicht. Auch hier wiederum. Wenn jemand zu Ihnen kommt und sagt, ihr, das Gesetz sei abgeschafft oder den Sabbat bräuchte man nicht mehr zu halten, die Festtage, die heiligen Festtage bräuchte man nicht mehr zu halten, Zehnten bräuchte man nicht mehr zu zahlen und so weiter und so fort. Gott sagt, er ist ein Lügner. In dem ist die Wahrheit nicht. Das sind nicht meine Worte. Das steht hier im Neuen Testament geschrieben. Ich hoffe nur, dass Sie begreifen, was hier geschrieben steht und auch demgemäß danach handeln. Wir lügen, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben und gleichzeitig unseren Bruder hassen. In 1. Johannes Kapitel 2 lesen wir zunächst einmal Vers 11. Wer seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und er wandelt in der Finsternis und er weiß nicht, wo er hingeht, denn die Finsternis hat seine Augen verblendet. Und was sagt Gott über jemanden, der in der Finsternis wandelt, der mit anderen Worten seinen Bruder hasst? Kapitel 1 und Vers 6 im 1. Johannesbrief. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, mit anderen Worten, wir hassen unseren Bruder, so lügen wir, heißt es hier, und tun nicht die Wahrheit. Haben wir Hassgefühle gegenüber anderen Menschen oder ganz besonders gegenüber Menschen in der Kirche Gottes? Wenn ja, dann lügen wir, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft haben mit Gott. Wenn wir in unserem Leben lügenhaftes Verhalten erkennen, müssen wir es ausrotten. Nun, es gibt etwas, was wir tun können, was wir tun sollen, was wir tun müssen, um bei diesem Kampf, dieser Ausrottungsversuche erfolgreich zu sein. Wir müssen zunächst einmal dem Teufel widerstehen. Der Teufel ist ja der Vater der Lüge, der Urheber der Lüge, dem müssen wir widerstehen. Und die Bibel sagt uns, wenn wir ihm widerstehen, so wird er von uns fliehen. Wir müssen Christus erlauben, uns zu lehren, wie man die Sünde überwindet. Und wir müssen dann seiner Lehre Folge leisten. Wenn wir das tun, dann werden wir mehr und mehr verstehen, dass Gott die Lüge verdammt und dass er uns gebietet, niemals unter keinen Umständen zu lügen. Schauen wir uns kurz eine Stelle im Sacharja-Brief an, im Sacharja-Buch im Alten Testament, ziemlich zu Ende des Alten Testamentes, wie die Stellen hier oder die Bücher hier in der Lutherbibel arrangiert sind. Sacharja Kapitel 8, die Verse 16 und 17. Da sagt uns Gott, was wir tun sollen. Sacharja Kapitel 8, die Verse 16 und 17. Das ist es aber, was ihr tun sollt. Rede einer mit dem anderen Wahrheit und richtet Recht. Schafft Frieden in euren Toren und keiner ersinne Arges in seinem Herzen gegen seinen Nächsten und liebt nicht falsche Eide, denn das alles hasse ich, spricht der Herr. Eine ganz klare Anweisung. Wenn wir Gott dienen wollen, dann müssen wir auch hassen, was Gott hasst. Wir müssen mehr und mehr begreifen, dass uns unsere Lügen von Gott trennen. Und das bedeutet, wir werden nicht von Gott erhört werden, wenn wir zu ihm beten, wenn wir nach wie vor der Lüge Freund sind. In Jesaja Kapitel 59. Jesaja Kapitel 59, angefangen in Vers 1. Jesaja 59 und in Vers 1. Siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte, und seine Ohren sind nicht hart geworden, dass er nicht hören könnte, sondern Vers 2, eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott. Und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Vers 3. Denn eure Hände sind mit Blut bedeckt und befleckt. Und eure Finger mit Verschuldung. Eure Lippen reden Falsches. Eure Zunge spricht Bosheit. Es ist niemand, der eine gerechte Sache vorbringt. Und niemand, der redlich richtet. Man vertraut auf Nichtiges und redet Trug. Mit Unheil sind sie schwanger und gebären Verderben. Und Gott sagt, wenn wir so leben,
dann werden unsere Gebete nicht erhört werden. Gott wird uns nicht hören. Gott will, dass wir uns von diesen falschen Dingen abwenden. Vor allen Dingen, wenn wir erkannt haben, dass sie falsche Dinge sind. Wenn wir es nicht tun, brauchen wir auch nicht eine Antwort von Gott auf unsere Gebete zu erwarten. Wir müssen mehr und mehr verstehen, dass unsere Lüge niemals positive Resultate erzielen wird. Alles das, was man durch Lüge erhält oder zu erhalten meint, wird zerstört, wird vernichtet, wird von uns weggenommen werden. Kehren wir zu den Sprüchen zurück. Sprüche Kapitel 21 und Vers 6. Sprüche Kapitel 21 und Vers 6. Wer Schätze sammelt mit Lügen, der wird fehlgehen und ist unter denen, die den Tod suchen. Die Menge-Bibel übersetzt dies hier: Erwerb von Schätzen durch lügnerische Zunge ist wie ein verwehender Hauch, Schlingen des Todes. Aber es gilt nicht nur für die Lüge selbst, für die lügnerische Zunge, es gilt auch für den Lügner. In Sprüche Kapitel 12 lesen wir Vers 19. Schauen Sie, manchmal meint man vielleicht, dass die Lüge einem helfen könnte, dass sie vielleicht sogar ein erfolgreiches Leben uns bescheren könnte. Sogenannte Notlügen im Besonderen werden da immer angeführt. Die Bibel sagt uns das genaue Gegenteil. Alles kommt einmal ans Licht. Es bleibt nicht alles für immer verborgen. Sprüche Kapitel 12 und Vers 19. Wahrhaftiger Mund besteht immer da. Aber die falsche Zunge besteht nicht lange. Die besteht vielleicht für eine gewisse Zeit, aber nicht auf Dauer. In Kapitel 12 und Vers 13. Der Böse wird gefangen in seinen eigenen falschen Worten. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Alles das, was man in den Wald hinausschreit, kommt zurück. Der Böse wird gefangen in seinen eigenen falschen Worten, aber der Gerechte entgeht der Not. Und auch in Kapitel 19 und Vers 5, Sprüche 19 und Vers 5. Ein falscher Zeuge bleibt nicht ungestraft. Wer frech Lügen redet, wird nicht entrinnen. Letztendlich, für eine gewisse Zeit vielleicht, aber nicht auf Dauer. Wir sollen wie Gott werden. Gott lügt nicht. Wir sollen nicht nur wie Gott werden, wir sollen Gott werden. Wir sollen ein Teil seiner Gottfamilie werden. Wir sollen werden, was Gott ist. Wir sollen seinen Charakter, seinen göttlichen Charakter in uns entwickeln. Und Gott kann nicht lügen, weil Gott nicht lügen will. Sein Charakter erlaubt es einfach nicht, zu lügen. Und so müssen auch wir die Wahrheit erwählen. Und so müssen auch wir die Lüge verwerfen. Schauen wir uns Psalm 119 an. Psalm 119, die Verse 29 und 30. Psalm 119 und die Verse 29 und 30. Da sagt David: Halte fern von mir den Weg der Lüge und gib mir in Gnaden dein Gesetz. Die Tatsache, dass sie Gottes Gesetz erkennen können, ist allein aufgrund seiner Gnade zu verstehen, weil er sie erwählt hat. Und so sagt David hier: Halte fern von mir den Weg der Lüge. Vers 30, ich habe erwählt den Weg der Wahrheit. So müssen auch wir den Weg der Wahrheit erwählen. Deine Weisungen habe ich vor mich gestellt. Wir müssen auf die Weisungen Gottes achten, auf das achten, was er uns sagt. Es bedeutet mit anderen Worten, dass wir die gleiche Haltung entwickeln müssen, die auch Gott hat, wenn es um Lüge, wenn es um Sünde geht. Wir müssen mit anderen Worten die Lüge hassen und die Wahrheit lieben. Psalm 119 und Vers 163. Psalm 119 und Vers 163. Lügen bin ich Feind, sagt David hier, und sie sind mir ein Greuel. Aber dein Gesetz habe ich lieb. Schauen Sie, für Gott ist die Lüge ein Greuel. Und hier sagt David, für mich ist die Lüge auch ein Greuel, weil ja David einen Charakter entwickelte, der ein göttlicher Charakter war. Und so müssen auch wir einen solchen göttlichen Charakter entwickeln und so denken und so fühlen,
wie Gott denkt und fühlt. Wenn wir Christi Beispiel folgen, dann werden wir keinen Lügner hoch ansehen, dann werden wir keinen Lügner schätzen, dann werden wir seine Lüge nicht mit Worten zu entschuldigen suchen, dann werden wir nicht meinen, ein Politiker hat das Recht zu lügen, wir wissen, dass er lügt, wir wissen, dass er seine Wahlversprechen nicht halten wird, aber wir schätzen ihn trotzdem irgendwie hoch? Nein, wenn wir Christi Worten folgen, werden wir dies nicht tun. Es ist nicht in Ordnung zu lügen. Es ist nicht in Ordnung, ein Versprechen zu geben und es dann nicht zu halten. Es ist nicht in Ordnung zu schwindeln. Psalm 40 und Vers 5. Psalm 40 und Vers 5. Wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn und sich nicht wendet zu den Hoffärtigen, den Stolzen und denen, die mit Lügen umgehen. Warum wählen wir Politiker, wenn wir wissen, dass sie lügen? Warum haben wir Anteil an Wahlen, um jemanden zum Kanzler oder zum Präsidenten oder was auch immer zu erwählen? Wohl dem, der seine Hoffnung auf den Herrn setzt und sich nicht wendet zu denen, die mit Lügen umgehen, sagt uns die Bibel. Denken wir darüber nach, was uns Gott hier alles sagt. Wir werden lernen, Situationen aus dem Wege zu gehen, die uns zur Lüge verführen, wenn wir uns Gottes Worten treu erweisen wollen. Sprüche Kapitel 10 sagt uns etwas weiteres, wie man Acht darauf haben kann, nicht zu lügen. Etwas, was sehr leicht getan wird, aber das ist ein Fehler. Sprüche 10 und Vers 19. Wo viele Worte sind, da geht's ohne Sünde, ohne Lüge nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, der ist klug. Seien wir vorsichtig, wenn wir zu viel sprechen. Denn dann kann es leicht geschehen, dass man etwas hinzufügt oder etwas auslässt. Meistens aber etwas hinzufügt und das ein bisschen dann verdreht, um gut zu erscheinen und der andere dann eben schlechter. In Sprüche Kapitel 17 und Vers 23 wird auch davor gewarnt, Bestechungsgelder anzunehmen, um ein bisschen dann die Wahrheit zu verdrehen oder den Gerechten zu verurteilen, den Ungerechten dann Recht sprechen zu lassen. Sprüche 17 und Vers 23, da heißt es, der Gottlose nimmt gern heimlich Geschenke, zu beugen den Weg des Rechtes. Und Sie können sich nachher auch in 2. Mose Kapitel 23 und Vers 8 ansehen, dass Gott davor warnt, uns bestechen zu lassen, um dann, wie gesagt, den Ungerechten zu rechtfertigen. Wir müssen die Lüge aus unserem Leben ausmerzen. Wir sind berufen, wahre Botschafter Christi zu sein, für die Wahrheit einzutreten, die Wahrheit zu leben, vertrauenswürdige Personen zu sein, auf die man sich verlassen kann, wenn wir etwas sagen, dass die Menschen wissen, wir werden es auch tun. Wir sind dazu berufen, aufrichtiges, ehrliches Verhalten anderen gegenüber zu zeigen. Denken wir auch daran, dass wir niemals gezwungen sind zu lügen. Und Gott wird uns die Kraft geben, der Lüge zu widerstehen. Er wird uns die Kraft geben, die Wahrheit zu sagen, wenn wir dies wollen. Im 1. Johannes Kapitel 3, im 1. Johannesbrief Kapitel 3 lesen wir die Verse 5 bis 8. 1. Johannes Kapitel 3 und die Verse 5 bis 8. Und ihr wisst, dass er, Jesus Christus, erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme. Und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Kinder, Vers 7, lasst euch von niemandem verführen. Wer Recht tut, der ist gerecht, wie auch jener gerecht ist. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Folgen wir nicht den Versuchungen des Teufels. Schauen Sie, der Mensch hat die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauscht.
Doch Christus kam, die Lüge Satans und des Menschen mit der Wahrheit Gottes zu ersetzen. Der Mensch liebt die Lüge mehr als die Wahrheit, die Dunkelheit mehr als das Licht. Und so will er die Wahrheit nicht hören, so will er der Wahrheit nicht gehorsam sein. Der Mensch tötete Christus, da er der guten Nachricht, dem wahren Evangelium Feind war, es nicht hören wollte. Und so werden auch heute die wahren Diener Jesu Christi verfolgt werden, wenn sie den Weg der Wahrheit lehren und leben. Doch wir müssen gleichwohl Lichter sein in dieser heutigen Dunkelheit dieser Welt, unter diesem verkehrten Geschlecht. Wir müssen immer heller und heller strahlen. Wir müssen in der Erkenntnis Christi wachsen, wie man sein Leben ohne Lüge gestalten kann. Der Erkenntnis, dass Lüge niemals aus der Wahrheit kommt, dass Lüge niemals Segnungen mit sich bringen wird. Möge Gott uns allen die Weisheit und die Kraft und die Stärke geben, der Wahrheit gemäß zu leben. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Norbert Link, für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.